Servus! So, Naoto ist wieder da. Wie geht's dir? Gut? Ja, es geht mir auch gut und ich habe gerade so nach der Arbeit heute, also heute ist am 8. Februar und jetzt ist Freitag. Es ist ein Wochenende und ja, habe ich gearbeitet und nach der Arbeit bin ich einkaufen gegangen und danach bin ich zu einem Fitnessstudio gefahren, um Sport zu treiben. Und ja, habe ich Training gemacht und jetzt bin ich hier zu Hause wieder und habe ich Hunger und ja, ich muss etwas essen, zum Abend. Ja, dann heute möchte ich über... das ist schwierig. Ich weiß nicht, worüber ich jetzt spreche. Vielleicht Valentinstag. Ja, so, was machst du für deine Partnerin oder Partner? In Japan normalerweise die Frauen oder Mädchen geben etwa Chocolates zu Männer, die sie mögen. So nicht. Aber ich habe gehört, in Deutschland ist es anders oder nicht anders, Gegenteil. So normalerweise Männer geben etwas zu Frauen. So, ja, in Japan Gegenteil. Und habe ich schon mal gesprochen. Ja, so jetzt, was ich fragen wollte, ist, was machst du hier Valentinstag? Nichts oder etwas suchen hier Partner oder Freunde oder was? Ich fragte mich, was du machen wollte oder das ist mein Thema heute. Und jetzt frage ich auch, was ich jetzt meine Freundin mache oder das muss ich schon nachdenken. Es ist schon in einer Woche, oder? Ja, schon jetzt 8. im Februar, so 14. im Februar. So nur 6 Tage. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland es ist berühmt, die Geschenke zu geben, die zum Beispiel Aktivität sind. Zum Beispiel von Jochen Schweizer oder so. Nicht Schokolade oder etwas zu essen, sondern vielleicht eine Dinge oder Gutschein mit dem man etwas erleben kann. Und das ist mein Gefühl. Es ist berühmt, ein Erleben als Geschenk zu geben. Ja, dann ich hoffe, du konntest verstehen, was ich meinte und was ich gesprochen habe. Ja, vielleicht Valentinstag in Japan kann ich mehr sprechen. Ich kann zum Beispiel über Valentinstag in Japan mehr sprechen, wie es läuft oder vielleicht als nächstes Video. Was ich gesprochen heute habe, ist sehr wenig, nur Gegenteil. Ja. So vielleicht, ich kann vorbereiten und darüber mehr sprechen. Dann, und bitte gib mir vielleicht, wenn du eine gute Website hast oder findest, wo ich zum Beispiel Gutschein oder eine gute Dinge für Valentinstag finden kann. Dann schönen Abend noch und bis
nächstes Mal. Schönes Wochenende. Tschüss.